Ja, mein Name ist Detlef Wichers. Ich komme hier aus dem Allerleinetal. Unser Betrieb ist hier direkt an der Aller, beziehungsweise die Flächen. Wir betreiben hier Mutterkuhhaltung. Wir haben Charolais-Kühe, Kreuzungskühe, Charolais und bewirtschaften hier ein Naturschutzgebiet mit 70 Hektar, wo die Tiere das ganzjährig weiden, beziehungsweise die Sommermonate weiden. Mein Name ist Uwe Steffens. Ich wohne hier seit fast 50 Jahren, das ist zu meinem Alter am Deich hier. Und seit 20 Jahren halte ich Schafe. Bin mit 2 angefangen und habe jetzt mittlerweile, komme ich im Sommer so an die 80. Mein Name ist Stefan Erb, ich bin Schäfermeister hier in Bleckede. Ich betreibe schon seit gut 30 Jahren hier eine Deichschäferei. Wir pflegen mit so bummelig 1000 Mutterschafen 30 Kilometer Deichflächen. Im letzten Jahr hatten wir noch nicht diese Umzäunung, sondern die Schafe liefen zusammen mit den Rindern hier auf der ganzen Fläche. Und da hatten wir den ersten Wolfsriss hier. Wir hatten 7 gerissene Schafe und nochmal die gleiche Anzahl an verletzten Schafen. Also den Zaun brauchen wir ja erstmal, den brauchten wir ja schon immer, damit die Schafe nicht weglaufen. Seit der Wolf wieder da ist und auch in der Region ist, hat sich das natürlich, ja, kann man schon sagen, komplett geändert. Jetzt ist eigentlich mehr der Fokus, gleichzeitig zu dieser Beweidung der Flächen, halt den Wolf draußen zu halten. Weil der Wolf durch die Erfahrung, die wir haben, auch vor diesen großen Tieren gar keinen Halt macht, zumindest nicht vor den Kälbern erstmal. Das ist so sein erstes Angriffsziel, was wir erfahren haben. Und deshalb müssen wir auch hier versuchen, durch Zäune Schutz zu geben. Wir haben ursprünglich mit 90er Elektrozäunen gearbeitet. Also die Wölfe, die bei uns sind, haben halt die Zäune übersprungen. Und da sind wir dann zuerst auf 1,05 Meter hochgegangen. Das hat aber jetzt in unserem Fall auch nicht gereicht hier, weil da ist der Wolf auch rüber, ist auch über 1,20 Meter gesprungen. Und darum geht es jetzt hier bei uns in der Region mit diesen Wölfen, die wir vor Ort haben, mit diesem Rudel tatsächlich nur noch mit diesen Hunden. Die Tiere sind dafür da, dass die Flächen nicht verbuschen, für die Zugvögel im Winter kurz gehalten werden und auch für die Bodenbrüter, die hier im Sommer brüten. Die Schafe am Deich natürlich durch ihre kleinen Hufe sind sie besonders gerne am Deich gesehen und werden am Deich gehalten, um den Deichkörper zu befestigen. Es ist so, dass im Grunde diese Pflegeleistung der Schafe für den Hochwasserschutz, also dass der Biss der Schafe und vor allem auch dieser, man sagt ja, der goldene Tritt, dass sie mit ihren Hufen die Grasnarbe, mit ihren Klauen die Grasnarbe verdichten, das ist eigentlich maschinell nicht zu leisten. Und von daher sind eigentlich auf einen Großteil der niedersächsischen Deiche auch Schafherden. Also wir haben Außendeichs, was nicht direkt hochwassergefährdet ist, haben wir einen Festzaun, 5-litzig. Und hier als sozusagen Außendeichs, wo das Wasser relativ schnell kommt und im Winter auch da ist, Hochwasser, haben wir Mobilzäune gestellt, die dann jedes Jahr auf- und abgebaut werden. Hier dürfen wir keinen Elektrozaun verwenden, weil man sieht, die Leute müssen hier durch, die müssen das Tor anfassen können, die müssen es öffnen können. Und da ist ein Elektrozaun wie rechts und links daneben, hier oben drüber, würde nicht funktionieren. Hier haben wir halt die Lösung gefunden mit diesem auch Hinweisschild, wofür der Zaun hier am Deich ist, das Tor so zu sichern, dass der Wolf keine Möglichkeit hat, hier zu steigen. Die Tür können die leicht öffnen. Das Wichtige dabei ist, dass sie leicht öffnen können, aber wenn sie vergessen, die zu schließen, dass die auch von selber wieder zufällt. Also bei uns ist es halt anders als an vielen Küstendeichen, haben wir hier keinen Festzaun. Das heißt, die Deiche sind nicht eingezäunt und wir arbeiten komplett mit diesen Elektronetzen, die wir hier auch sehen. Also wir müssen, wenn wir nicht hüten, aber das kommt mittlerweile relativ selten vor, dann bauen wir tatsächlich jeden Tag mit diesen Elektronetzen ein Ferch, wo die Schafe dann drin fressen. Wir haben hier summa summarum 12, 13 Kilometer Zaun zu pflegen, mit einem enormen Aufwand an Menschen, an Stunden. Wie gesagt, wir müssen alle 4 Wochen pflegen, mit einem Stundenaufwand mindestens mit 3 Leuten und das a 20 Stunden. Und diese Arbeiten müssen in Zukunft irgendwie von irgendwem bezahlt werden. Statt der Förderung für den Zaun
macht ihr die Pflege und ich bezahle das Material. Das wäre für uns im Nachhinein besser gewesen. Also in diesem Gebiet laufen jeden Tag in der Hochsaison bis zu 1000 Feriengäste. Da vorne hier direkt an, da grenzt der Hundestrand auch. Und da laufen die Hunde auch frei und ich habe bisher null Schwierigkeiten gehabt damit. Die Herausforderung ist halt dabei, die Touristen und die Schafe möglichst nicht ineinander laufen zu lassen, dass sie keinen direkten Kontakt haben, gerade im Frühjahr mit den Lämmern, weil die Touristen ganz gerne Bilder schießen von den kleinen Lämmern, was auch zu verstehen ist. Also ich sag mal so, das haben wir natürlich alles schon gehabt. Jetzt, wo das gebaut wurde, das würde die Landschaft verschandeln oder die Leute können mit ihren Hunden nicht spazieren gehen und was ist, wenn mein Hund den Zaun berührt, solche Sachen. Aber wir haben das ja nun mal, das ist ein Naturschutzgebiet und in dem Naturschutzgebiet sind Besucher nur auf Wegen erlaubt. Und von daher ist die Sache eigentlich klar geregelt, wer wo ist. Es ist schon viel Gesprächsbedarf bei den Leuten, also auch viel interessierte Fragen, weil teilweise jetzt jemand, der hier aus Nordrhein-Westfalen oder so Urlaub macht, der fragt dann natürlich, warum sind die Hunde hier drin? Sagen wir ja, weil wir mit Wolf und ja, aber hier gibt es doch keine Wölfe. Also es ist immer noch nicht so wirklich richtig transportiert, dass der Wolf doch schon relativ große Gebiete jetzt hier in Niedersachsen besiedelt hat. Und das wird immer noch nicht so wahrgenommen. Der Zaunbau hier am Deich unterscheidet sich im Sommer eigentlich nicht zu einem Zaunbau im Innenland. Das Interessante ist der Zaunbau oder der Zaun selber im Winter oder im Herbst, wenn jetzt die Herbststürme anfangen. Da müssen wir darauf achten, dass wir halt bei diesem Zaun gerade, das ist ein Festzaun, aber wir haben die Möglichkeit durch die Isolatoren, dass wir den Zaun dementsprechend lösen können von den einzelnen Pfählen und dann auf die Erde packen können. Und dann habe ich mir dazu Eisenstangen gebaut, gebogene, die ich in die Erde stecken kann und den Zaun unten auf dem Boden sichern kann, sodass das Wasser durchkantet. Nicht das Wasser ist das Problem, sondern das Treibsel, was in dem Wasser ist, was sich hier dann ansammelt. Und das ist halt das Problem dabei bei diesem Zaun. Wenn der Zaun dicht ist, dann sammeln die sich an den Drähten und dann kann es schon mal sein, dass so ein Draht reißt. Bei uns ist es halt so, dass wir mit unseren Deichen, wie man hier sieht, relativ an den meisten Stellen vom Fluss relativ weit weg sind vom Wasser. Der Deich sich hier so durchs Elbvorland zieht. Von daher zäunen wir sowieso an beiden Seiten mit den Zäunen und haben das dann relativ dicht. Durch das Wasser, was in die Flächen reinkommt, das Wasser muss auch wieder raus, bilden sich so kleine Priele und die kreuzen natürlich irgendwann den Zaun. Wenn man diese Stellen nicht im Blick hat und wieder verschließt, dann hat da der Wolf natürlich die leichte Möglichkeit, weil da die 20 cm nicht eingehalten werden können, weil das ausspült, dann hat man da auf einmal 40 cm und dann kann er da durchgehen. Also das ist immer wichtig, diese Stellen auch wirklich im Blick zu behalten. Wenn Wasser, ist das da im Polder selber stehendes Wasser. Also da haben wir keine Strömung. Das sehe ich dann nicht als problematisch an. Deshalb haben wir Außendeichs Mobilzaun gewählt, weil das einfach weg muss. Alle Zäune, die auch über den Deich rübergehen, Richtung Gewässer, müssen mobil sein und abbaubar sein, weil das Wasser alles zerstören würde. Und natürlich auch eine bremsende Wirkung aufs Wasser hat letztendlich. Ich würde sagen, das funktioniert überall. Also wir haben da jetzt nicht das Problem. Das Problem ist nicht die Funktion oder die technische Sache, den Zaun zu stellen, sondern das größte Problem ist die Pflege des Zauns. Mir geht es darum, dass unsere Tiere sicher sind, in Ruhe, so wie sie sich jetzt hier darstellt, in Ruhe grasen und den Tag genießen. Seit wir die Hunde jetzt allerdings komplett alle Herden mit Hunden geschützt haben, ist toi 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 im Moment bei uns, seitdem hatten wir keinen Übergriff mehr. Mit diesem Zaun selber hier bisher, muss ich sagen, toi toi toi, wir haben keinerlei Wolfsübergriffe mehr gehabt. Wir haben den Wolf in unmittelbarer Nähe, auch jetzt hier. Ich weiß das durch bekannte Jäger eben halt hier, dass wir hier auch sehr viele Risse an Rehen gerade zur Zeit haben. Aber der Zaun wirkt. Momentan haben wir keinerlei Übergriffe hier. Wir haben die Übergriffe, wenn auch immer nur im Herbst oder im Frühjahr gehabt, nie in den Sommermonaten hier, wenn eh genug Wild da ist. Und jetzt durch die Änderung der Vegetation, wir haben sehr viel Mais im Hinterland, wo der Mais geerntet wird und das Rehwild ist wieder flüchtiger, ist schwerer zu erbeuten, also muss der Wolf auch wieder sein Verhalten ändern und da sind die Schafe natürlich ein gefundenes Fressen. Aber wie gesagt, der Zaun selber, er wirkt.